So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Nummer 1. Nummer 2. So, mir fällt gerade ein, ich hätte das Wolfsfell vielleicht nicht unbedingt verkaufen sollen. Da wir, glaube ich, ja noch zwei Wolfsfälle für das Lager brauchen. Von daher packe ich die mal noch hin. Sollte das Springfield-Gewehr jetzt nicht großartig beschädigt sein? Jawohl, perfekt. Was sind das Wortes? Reiters ist schon wieder weg. Okay, ist in Ordnung. Hast aber hier was liegen lassen, sehe ich gerade. Na gut, du meinst eh, du hättest keine Munition mehr. So, dann haben wir das nämlich mal. Müssen wir das bei Lenhardt mal noch abgeben? Okay, Girl. Der scheint gerade nicht verfügbar zu sein. Trapper, schade, da wollte ich mich gerade noch ein bisschen Zeug nachkaufen. Aber, ja. Gut. Dann halt nicht. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken, ob wir die beiden Gefangenen nochmal treffen. Die müssen da oben wohl irgendwo sein. Das ist nicht so weit bis zu der Station. Station wäre halt nochmal ein Stückchen näher und dann halt ja ein gutes Stück hier hoch. Alles klar. Dann bitte einmal zur Wallace Station. Dann können wir die, also den Nebenauftrag nämlich auch mal beenden. Ah, noch mehr davon. Cool. Ziegenkutsche. Diese armen Ziegen, die für so Sachen ausgebeutet werden. Nicht schön. I'll be tending to you shortly. May I help you? Gerne. Wallace Station war's. Have yourself a nice trip. Dankeschön. Kriegen wir hin, denke ich. Das sollten wir hinkriegen. Pferd, überstehst du es diesmal wieder? Sieht so aus. Gut. Nein. Okay.
Auf geht's. Natürlich ist wieder der Zug da. Jetzt aber. Hallo Kühe. So, jetzt sind wir raus in die Wildnis. Moment. Springt dir da irgendwas? Springt ihr wieder was? Na ja, damit. Nicht wirklich. Ja, das war es nicht so wirklich lohnenswert. Aber gut. Dann können wir uns wieder demaskieren. Und weiter geht's hier mit dem Reiten. So, ich weiß nicht, ob wir noch einen Hirsch. Na, ich glaube, ich werde auch danach mal noch mal kurz zur Dings zurück, obwohl wir sind ja mitten im Nirgendwo. Das ist ja noch mal zum Lager zurück und da halt dann mal bei Pearson die Upgrades kaufe. Oh, was geht denn hier ab? Ja, da oben sind sie. Sehr gut. Beim letzten Mal dann doch nicht nah genug gesucht. Oder nie, ja, nicht weit genug gesucht. Na, ihr? Hey, you alright, Mister? Can we help you? I'm fine. Oh, I know you two. Hey, look who it is. I barely recognized you boys on account of you not trying to kill each other. Yeah, well, somebody learned his manners, finally. So you boys didn't run away. Now, nobody looking out here. I reckon we're okay. All right. But the law's pretty... Well, it's pretty vigorous these days. I told you we should leave, but did you want to listen? Oh, no. Mr. High and Mighty, he don't listen to no one. Oh, would you just shut up? I will not. I will not shut up. You know what? You'll shut up when I shut you up. Oh, that's real funny. I cannot believe it. I'm stuck out here with only you to talk to. I get a better conversation from the goddamn trees. I know. I've seen you talking to them. They should have... Okay, dann haben wir das auch noch erledigt. Being a moron. Und noch eine Errungenschaft gekriegt. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal, was da unten abgeht mit der... Ja, das... Farm oder was immer das war. Wo auf einmal so alles feindselig war. Dog Ranch.
Haben sich da Banditen verschanzt? Oder waren das halt wirklich Wölfe, die... Ah, Bandenversteck. Okay. Jetzt habe ich ein paar Outriskel. Ja. Wenn wir schon mal dabei sind, dann will ich mich erstmal ein bisschen auffrischen tatsächlich. Ich meine, wir haben ja die Dinger. Lass es doch mal nutzen. You don't want to start with me. Gut, so viel dann zum lautlosen Vorgehen. Der ist noch jemand, okay? Alles klar. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das glaube ich nicht, Tim. Okay, die Helden sind echt nicht gut zu treffen, muss ich ja zugeben. Da ist auch noch was, okay. Geht eigentlich. Es wird dunkel. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Wenn seid ihr die, die hier abgemuchst werden? Ich gehe mal gerade den Snipergewehr holen. Ich hoffe, dass es jetzt etwas besser geht. War gerade was? Ah, das ist einfach nur die Lampe. Okay. What a beautiful day.
Dann bin ich ja mal gespannt. Da hinten brennt, glaube ich, auch schon mal so. Das könnte tatsächlich ein Lagerfeuer oder so sein. Du, ich weiß nicht, kommst du um die Ecke? Da haben wir einiges zu tun mit dem Plündern gleich. Aber ich glaube, das kann ich ja zwischendurch ja auch mal noch. Also zwischen den Folgen machen, das ist ja nicht so sonderlich interessant. Waren das alle? Scheint so. Im Haus sind wahrscheinlich noch welche. Es wird nichts mehr als feindlich angezeigt, tatsächlich. Nö, da scheint alles gewesen zu sein, tatsächlich. Okay. Aber hier gibt es doch bestimmt noch tollen Loot. Also abgesehen von euch. Müssen wir mal gucken, ob wir ins Haus reinkommen. Und dann... Ich meine, andererseits, Geld brauchen wir ja nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Ich versuche die Tür gerade nochmal. Wenn das nichts wird, versuche ich mein Fenster kaputt zu schießen und da durchzugehen. Bringt das was? Nö. Schade, ich würde da gerne rein und gucken, ob da was zu plündern ist. Scheint da nicht so der Fall zu sein. Sonst irgendwas von Interesse? Ich kriege halt noch ein bisschen was an Zeug hier, was ich dann halt auch mal wieder loswerden könnte. Aber eigentlich könnte man damit davon ausgehen, dass hier irgendwas Tolles als Belohnung wartet, oder? Meistens ja in den Kaminen noch was versteckt, oder? Sehe ich sehr, sehr häufig. Aber hier scheint erstmal nichts zu sein. Nein. Gut, dann schauen wir mal gerade oben in der Scheune nach. Da geht's halt überall rein. Allerdings nicht hoch. Mhm. Ich schätze, das war's dann tatsächlich hier erstmal. Okay. Dann ab zum Lager. Die Wolfsfelle abgeben. Und wie gesagt, da kommt man, glaube ich, auch irgendwas von kaufen.
Schauen wir mal. Gut, es ist die quasi eigentlich im Namen der Folge, also das Beenden. Mhm. Komm, Abflug. Macht, glaube ich, jetzt nur ein Bruchteil aus, aber hey. Dann haben wir jetzt ja wieder mal ein bisschen was geschafft. Und auf jeden Fall noch Leute ausschalten können, das ist ja immer wieder praktisch. Gut, als... Lass mal gerade schauen. Ja, Wallace Station ist die nächste. Dann halt nach Ennisburg. Reiten wir nochmal schnell runter. Ich glaube, das sollte jetzt am fixesten gehen. Ja, und dann mal gucken, vielleicht mal nochmal die Listen oder Guides mal durchschauen, ob noch irgendwas in der Nähe ist, was ich mir dann mitnehmen könnte. Aber im Großen und Ganzen sollte das, glaube ich, passen. Und irgendwann machen wir halt nochmal Hauptquest weiter. Aber ich würde es gleich mal gerne ein bisschen Nebenquests erstmal angehen, abschließen, vielleicht noch ein paar Geheimnisse raussuchen, besondere Begegnungen und so. Bevor es dann nochmal weitergeht. Ups, hier hoch. Gut, dass wir die Karte haben. Den Wegmarker. Und da wären wir dann. Hallo. Gut, dann nochmal. Können wir von hier nach Ennisburg? Ich hoffe es nochmal. Können wir, ja. Sehr schön. Okay, wo haben wir das Pferd? Da hinten. Wie weit ist es denn von hier bis zum Mörder geht? Habt ihr da hinten schon wieder Stress? Okay, irgendwann scheint hier rum zu machen, aber es wird nichts angezeigt, leider. Ich möchte halt jetzt gern zu meinem Lager. Das ist falsch. Ups, na? Nicht genug Wendekreis, liebes Pferd. Na ja, gut, ist tatsächlich noch ein Stückchen zu reiten hier. Aber gut, von da können wir dann notfalls auch wieder schnell reisen. Ja.
Die haben wir, glaube ich, auch schon was gegeben. Von daher. Das passt schon. This is the one. Kill them for what they Was geht jetzt auf einmal ab? Ah, das war ein Zeuge, den ich angeschossen habe. Ja, sorry. Naja. Ist in Ordnung. So, bitteschön. Habt ihr irgendwie wahrscheinlich nichts, was sich irgendwie zu plündern lohnt, oder? Hm? Scheinbar doch. Doch eine relativ plünderreiche Folge hier. Ihr habt echt Geld dabei. Können wir das Kopfgeld bezahlen? Mein Gott, das war halt da so aufgesessen. Na gut, dann müssen wir da von oben hin. Jo, das ist doch ziemlich steil alles. Wo sind die Leichen abgeblieben? Aber die müssen da hinten jetzt irgendwo sein. Okay. Oder halt relativ schnell despawned. Okay, ist in Ordnung. Passt. Dann halt nicht. So, wir sind wieder zurück. Mach mal keinen Stress, ich will nur das Pferd abstellen. Mr. Morgan, bring me some materials and I'll be glad to make something nice for you. Mhm. Gut, da haben wir nix. Da haben wir nix. Da werden wir für irgendwas in der Haut. Hier, ich habe doch zweimal Wolfsfell. You'll need to bring me the right materials first, Mr. Morgan. Ach so, okay. Thanks, Pearson. This stew is decidedly lacking on decent meat, Mr. Morgan. Ah.
Okay. Hi, Mary Beth. Very good. We were getting low. Many thanks. So. Many thanks, Mr. Morgan. Dann haben wir das. I've come up with some ideas for ways we could improve things around here. Take a look. Und jetzt können wir das machen. Okay. Alles klar. Okay, das war's dann für die Folge. Etwas länger gezogen als geplant, aber hey. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf jeden Spaß. Bleibt beim nächsten Mal dann wieder mit dabei und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.